Guten Tag, liebe Zuschauer. Willkommen bei Dialog. Mein Name ist Larissa Zitzener. Diese Sendung können Sie sich jeden Monat ansehen. Die Gäste des Dialogs sind Musiker, Künstler, Wissenschaftler, Lehrer. Heute ist unser Gast Cellist Sergej Novikov. Sergej, ich begrüße Sie herzlich auf unserer Sendung. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns sind. Ja, guten Tag, Frau Zitzener. Es freut mich auch. Sergej, erzählen Sie bitte von Ihrer Kindheit und von Ihrer Familie. Ja, ich bin in St. Petersburg geboren, in der Künstlerfamilie. Mein Vater ist Cellist, spielt immer noch im Philharmonieorchester drüben. Und meine Mutter war Ballerina, hat tatsächlich diese berühmte Vaganov-Schule abgeschlossen. Und ja, dann kam irgendwann ich zur Welt. Und in welchem Alter haben Sie begonnen, Cello zu erlernen? Ich meine, mein Vater hat mir das kleine Cello gebracht. Ich war 5. Also sagen wir so, mit 5 habe ich angefangen. Und wo haben Sie Cello erlernt? In welcher Schule? Also erst privat bei einer wunderbaren Pädagogin, Elena Alexeyevna Dyrnova, die dann irgendwie mit mir gleichzeitig zu der Spezialmusikschule in St. Petersburg rübergezogen ist und wurde dort Lehrerin. Und da habe ich bei ihr weiter Unterricht gehabt. Und irgendwann in der 8. Klasse, glaube ich, also mit 15, bin ich dann zum Professor Nikitin gewechselt. Dann, das ist die Schule für begabte Kinder beim Rimsky-Korsakow-Konservatorium, genau, in St. Petersburg. Ja, es ist eine sehr bekannte Schule und dort bekommen Kinder 20 Stunden Musikunterricht pro Woche, ja? Also wir haben, glaube ich, nie nachgerechnet, aber es ist auf jeden Fall viel. Also wenn man alle Fächer mitnimmt, sprich Gehörbildung, Klavier, Cello, Chor, Orchester, dann sind wir, glaube ich, schon bei 20 Stunden circa. Ja. Und Sergej, wann haben Sie Ihren ersten Preis beim Musikwettbewerb in Russland bekommen? Also in Russland war es mit 18, da wurde ich ja Preisträger des russischen Cello-Wettbewerbs. Aber davor gab es auch Preise in Kammermusik. Es gab ja so einen, zumindest zur damaligen Zeit, einen bekannten Wettbewerb in Tschechien. Concertino Praga heißt das. Und da wurde ich mit dem Trio auch Preisträger. Da hatten Sie schon diese Erfahrung mit den Wettbewerben, also während der Schule, ja? Also die ganze Schule ist eigentlich ein einziger Wettbewerb, kann man so sagen. Doch, also das kriegt man dann schon gleich mit. Ja, und wo studierten Sie Musik weiter? Also ich habe die Aufnahmeprüfung in der Konservatorium in St. Petersburg gemacht und wurde aufgenommen, aber gleichzeitig auch die Aufnahmeprüfung hier in Hamburg an der Hochschule. Mhm. Und nach einem Jahr. Für Musik und Theater. Genau, ja. Hochschule für Musik und Theater. Und nach einem Jahr habe ich dann entschieden, mich doch nur auf Hamburg zu konzentrieren und war dann hier, habe hier dann auch mein Diplom gemacht. Bei Professor Melhorn. Bei Professor Melhorn. Und war es für Sie interessant, hier an der Musikhochschule zu studieren? Auf jeden Fall. Ich meine, man muss bedenken, ich kam 1993 nach Hamburg. Mit 18 Jahren, ja? Jawohl. Und bekanntlich war das turbulente Zeit drüben. Hier war es deutlich entspannter. Aber nichtsdestotrotz, es war eine gewaltige Umstellung, auch was musikalische Ausbildung betrifft. Aber ich hab's gewollt, es war eine bewusste Entscheidung und ich habe es nie bereut. Hat mir schon sehr viel gebracht. Aber es gibt Unterschiede ja in der Methodik des Unterrichts zwischen diesen Musikhochschulen. Auf jeden ich denke Fall. In Deutschland und in St. Petersburg. Definitiv. Also man kann lange darüber sprechen, es gibt ja auch Befürworter für jedes System. Ne? Und, ja, für die russische Schule. Und genau. Es ist nicht geografisch, sondern Traditionen. Tatsächlich. Ja? Und
alles andere. Sergei, während des Studiums besuchten Sie viele Meisterklassen bei bekannten Meister der Musik, Cellisten, bei Mischa Majski, David Geringas und vielen anderen. Was hat das Ihnen gegeben? Hat es dazu beigetragen, einen eigenen Stil zu finden? Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Ein Masterkurs ist ja so eine spezielle Form. Ne? Also man kriegt, glaube ich, eher so Impulse, die man dann, also man kriegt Ideen und Impulse und dann muss man einfach gucken, was man damit macht. Es wird bei keinem Meisterkurs nochmal erklärt, Mensch, streich mal so oder greif mal so. Ne? Es ist eher wirklich tatsächlich aber ein etwas anderes Niveau. Aber jeder Pädagoge vielleicht unterrichtet so, dass sie irgendwelche Momente ganz also besonders verstehen oder es gibt einen tiefen Sinn doch in diesen Meisterklassen. Auf jeden Fall. Aber es ist natürlich, man geht ja auch bewusst zu einem bestimmten Meisterkurs. Also man sagt zum Beispiel, okay, Mischa Majski, der gefällt mir in dem, was er tut und ich will von ihm was lernen. Also es muss ja eigentlich schon von Anfang an irgendwie passen. Also deswegen war es für mich immer eine Bereicherung. Auf jeden Fall, ob das jetzt Mischa Majski war, Franz Helmersson oder David Geringas. Also ich habe immer versucht zumindest so viel wie möglich mitzunehmen an Ideen, an auch natürlich an Spielarten, an dem. Ja, und das entwickelt also ihren Horizont, ja, auf jeden Fall eines Musikers. Darum geht's. Und dann begannen Sie im Evrus Trio zu spielen. War für Sie das ein wichtiges Ereignis, dass Sie diese Erfahrung bekommen könnten? Also ich würde sagen, das war eigentlich die beste Entscheidung meines Lebens, sich der Kammermusik zu widmen, weil ich bin absolut überzeugt davon, dass in der Kammermusik eigentlich die meisten Schätze für Streicher zumindest liegen, also an der Musik selbst. Und das war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo wir uns dann zusammengefunden haben, auch irgendwie, ja, fast zwangsläufig. Also wir wollten das unbedingt machen, zu dritt, also dieses Trio. Und wir wollten dieses Repertoire lernen, wir wollten zusammen spielen. Das war ein sehr wichtiger Schritt. Und da waren Professor Niklas Schmidt, der Sie unterrichtet hatte, ja, auch. Ja, dann haben Sie auch Menachem Pressler kennengelernt und auch dieses Alban Berg Trio hat auch Sie unterstützt. Da war für Sie diese Erfahrung sehr wertvoll für Ihre weitere musikalische Konzerttätigkeit. Ich will jetzt nicht lügen, ich sage einfach ganz klar und offen, die Masterkurse und auch Unterrichtseinheiten bei Alban Berg Quartett zum Beispiel oder auch bei Niklas Schmidt und Menachem Pressler haben mich viel mehr fasziniert und eigentlich auch weitergebracht im musikalischen Sinne als alles andere. Also als sogar wirklich alle anderen Professoren, die ich einfach im Cellofach hatte. Also das war eine wunderbare Zeit. Es ist angenehm, ja, also mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten überhaupt. Es ist angenehm, es ist sehr interessant und ich glaube, man lernt tatsächlich deutlich mehr von denen. Also ich finde es sowieso faszinierend, wenn man die Möglichkeit als Cellist hat, zu einem Geiger mal zu gehen oder zu einem Klavierlehrer. Weil die haben natürlich eine ganz andere Perspektive, die haben eigene Ideen. Andere Facetten. Genau, andere Facetten. Und die können sogar auf der technischen Ebene einiges erzählen, was man dann benutzen kann. Es war wirklich sehr hilfreich. Sergei, Sie sind Kurator des Tschaikowski-Saals. Also dieser Saal ist vor kurzem eröffnet, ja, vor ein paar Jahren, ja, befindet sich im Zentrum von Hamburg und Sie sind Kurator und veranstalten dort verschiedenes sehr
interessante Konzerte und andere Veranstaltungen machen Sie. Welche Musiker spielen in diesem Saal und welche Veranstaltungen und Konzerte stehen auf dem Plan bei Ihnen? Wir sind stets bemüht, so vielfältig wie möglich das Programm zu gestalten, weil dem Saal, also dem Haus, also der Saal befindet sich ja in einem Tschaikowski-Haus, der Tschaikowski-Haus steht auf dem Tschaikowski-Platz. Das ist ein großes Kulturzentrum. Genau, es ist ein großes Kulturzentrum und natürlich verpflichtet der Name auch. Wir sind sehr gewillt, die russische Kultur zu erhalten oder eben dem Hamburger Publikum weiterzugeben oder zu präsentieren. Allerdings sind wir genauso gewillt, auch überhaupt so die deutsch-russische musikalische Tradition, also die auch wirklich schon jahrhundertelang existiert, auch weiterzuführen. Ja, und die entstand vor vielen Jahren. Tschaikowski war in Hamburg 6-mal, nicht zum Beispiel, weniger. Genau. Ja. Tschaikowski ist für Hamburg auf jeden Fall ein, ja, sehr wichtiger, ein sehr wichtiger Name. Ja, und die erste Uraufführung seiner Oper Eugen Onegin, die hier also sehr bekannt ist, fand hier in Hamburg statt. Und Gustav Mahler dirigierte diese Oper. Da verbinden Hamburg und Russland und auch Sankt Petersburg ja sehr viele Jahre der Freundschaft. Diese Tradition ist also. Und wie entwickeln Sie diese Tradition? Welche Musik spielen im Konzertsaal, ja, namens Tschaikowski? Es sind russische Musiker, es sind deutsche Musiker, es sind Musiker aus aller Welt. Meistens geht es um Kammermusik, weil der Saal so konzipiert ist, dass es eigentlich am besten für kammermusikalische Abende geeignet ist. Der Saal ist nicht so groß, ist aber nicht groß. Es gibt genug Plätze. Es ist sehr fein. Es hat wirklich eine sehr tolle Akustik eben für Kammermusik. Wir haben eine sehr gute Beleuchtung, also Bühnenbeleuchtung, und haben natürlich auch die Möglichkeiten, ja, also auch mit dem Klang was zu machen. Man kann es so pauschal nicht sagen. Es sind wirklich verschiedene Ensembles. Russische, Deutsche aus Hamburg, aus Berlin, aus dem Süden der Republik. Internationale, genau, auch, Gesang, ja, Streichquartette, Klezmer, Barock. Also wir versuchen, wie gesagt, eigentlich die ganze Vielfalt der Kammermusik vor allem wirklich dem Hamburger Publikum zu präsentieren. Ja, und die Musiker aus Russland besuchen auch oft Konzertsaal von Tschaikowski. Dirigent Fedosejew war zu Besuch, ja, in diesem Saal. Ja, das stimmt. Das Orchester spielte nicht, aber er hat viel erzählt. Ja, ja, fürs Orchester ist der Raum doch ein bisschen zu klein. Aber wir freuen uns natürlich, wenn große russische Künstler dann den Weg zu uns finden und sich zum Beispiel mit dem Publikum zu treffen, einfach ein bisschen zu erzählen. Es sind auch ein paar sehr berühmte Schauspieler. Und auf dem Plan stehen vielleicht auch viele, viele interessante Konzerte und Veranstaltungen. Also ja, wenn man so ein bisschen Werbung machen darf. Es lohnt sich auf jeden Fall, immer einen Blick auf unsere Webseite zu werfen, also www.tsaal.de. Da findet man einiges und ich glaube, für jeden ist was dabei. Wir haben jetzt zum Beispiel demnächst ein Klaviertrio, ein russisches Klaviertrio. Dann haben wir aber auch eine literarisch-musikalische Veranstaltung, wo die Musik von Tschaikowski gespielt wird, aber auch die Passagen aus dem Roman Symphonie Pathétique von Klaus Mann gelesen werden. Und so weiter. Also es gibt auch ein St. Petersburger der Gesangquartett, der bald zu Gast ist. Also es ist wirklich viel Interessantes. Also ein interessantes Programm. Und es werden auch verschiedene Ausstellungen organisiert. Ich weiß, dort waren Ausstellungen von vielen Künstlern, von Isaac Feldman, Sergei Matschechin, dann Lucia Jelesina und vielen anderen. Ja? Es gibt auch eine Palette von Ausstellungen dort. Ja, auch das ist ein großes Thema. Wir versuchen in einem
ja, so ein Rhythmus, so 4-5 Veranstaltungen im Jahr im Saal zu präsentieren. Die laufen dann im Schnitt so 1,5 Monate. Und es geht meistens natürlich um entweder russische Künstler oder um Hamburger Künstler. Also einfach auch die deutsche Seite. Ja. Sergej, Sie, Ihre Tätigkeit ist auch aufs Engste mit der Tätigkeit von Dogma Chamber Orchestra verbunden. Es ist ein sehr interessantes Kammerorchester. Und sagen Sie bitte, dieses Orchester ist zweifacher Echo Classic Preisträger. Wofür, für welche Projekte hat Dogma Chamber Orchestra diese Preise, Echo-Klassik-Preise erhalten, gewonnen? Ja, also Echo-Preis wird ja für eine Aufnahme vergeben, grundsätzlich. Mhm. Und wir hatten tatsächlich die Ehre, zweimal den Preis zu bekommen für zwei unserer Platten. Eine war die American String Book und die andere die Schostakowitsch-Album. American String Books ist eine CD mit Werken amerikanischer Komponisten aus dem 20. Jahrhundert. Food, William Schumann, David Diamond und Samuel Barber. Also Barber kennt man, zumindest durch Adagio, das berühmte. Die anderen eigentlich eher nicht, was wir extrem schade fanden damals und sind eben umso mehr froh, dass unsere Idee, sagen wir so, so einen Einklang gekriegt, also bekommen hat und die Platte ausgezeichnet wurde. Und Schostakowitsch-Album ist eine besondere Geschichte, weil da ist 24 Präludien, ja? Genau, diese 24 Präludien von Schostakowitsch sind ja ursprünglich für Klavier komponiert und von Grigori Korczma in den 90er Jahren dann hervorragend, wie wir finden, für Streichorchester umarrangiert wurden. Also eigentlich kann man sagen, das Werk klingt, als wäre es ein neues Werk und das ist natürlich schon sehr außergewöhnlich, weil eigentlich kennt man von Schostakowitsch schon ziemlich alles. Und doch entstehen durch diese Bearbeitung die Möglichkeit, etwas völlig Neues dem Publikum zu präsentieren. Wir sind sehr stolz drauf und wir freuen uns auch immer riesig, wenn das auch im Konzert gespielt wird. Und welche Musikstile bietet Orchester dem Publikum? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir versuchen, ich meine, natürlich ist es in erster Linie die Klassik, die wir dem Publikum anbieten, aber wir sagen auch, wir lieben Musik. Also das ist der wichtigste Message, den wir eigentlich haben. Und das heißt, wir legen uns auf keine Richtung fest, also weder Barock noch Romantik noch zeitgenössisch, sondern wir machen einfach das, was wir interessant finden, was uns auf jeden Fall anspricht und versuchen das so ehrlich und so gut wie möglich das dann zu erarbeiten, ein bisschen auch zu forschen gehört dazu und dem Publikum zu präsentieren. Aber wir sind zum Beispiel auch im Jazz- oder im Rockbereich sehr gerne unterwegs und auch das macht unglaublich viel Spaß. Sergej, und Sie persönlich, welche Musik spielen Sie gern? So wie bei Dogma Chamber Orchestra, also eigentlich kann ich mich nicht festlegen. Ich liebe Musik, das bedeutet, egal. Ihre Interessen sind in einem großen Bereich, ja? Ich würde sagen, in sehr großen. Also mich wundern nach wie vor Bach-Suiten, aber wenn ich das noch ein bisschen mehr drauf hätte, würde ich gerne auch die Songs von Led Zeppelin spielen, rauf und runter. Also so viel dazu. Also ich glaube, so von Frühbarock bis modernen Rock ist alles ist dabei. Die Palette, so. Und wie stehen Sie zu den Bearbeitungen? Natürlich Sie dadurch... Sie haben schon gesagt, genau, ja, also Ihre Meinung von... Dementsprechend sehe ich das sehr entspannt. Also ich glaube, das Wichtigste ist nur, dass man bei der Bearbeitung weiß, warum man das macht, wenn man selber bearbeitet. Und dann als Spielender muss man natürlich einfach wirklich verstehen, was ist der Sinn der Sache. Also Bearbeitung im Sinne von einem Cover, wenn man einfach sagt, okay, ja, es gibt ein schönes Lied, den will ich jetzt einfach mal
spielen, das ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Aber wenn durch die Bearbeitung tatsächlich neue Stücke entstehen, neue Klänge, neue Sounds, oder auch tatsächlich, ja, es wird dann einfach, es wird dazu führen, dass das Publikum auch denkt, Mensch, tolles Stück eigentlich, kann ich ja wirklich auch so oder so hören. Dann ist es, glaube ich, genau das Richtige. Also grundsätzlich finde ich Bearbeitungen sehr spannend. Sergei, wohin, in welche Länder führte Sie Ihre Konzerttätigkeit? Zum Glück in viele. Also in Europa war ich in vielen Ländern unterwegs. Spanien, Frankreich, Niederlanden, Tschechien, Polen. Spannend sind natürlich auch Reisen außerhalb Europas. Also ich war zweimal in Japan, das hat mich sehr fasziniert. In den USA, in Brasilien, in Argentinien. So, und das bedeutet, dass Kennenlernen mit anderen Ländern und Kulturen bedeutet für Sie viel, ja, für Ihr Musizieren? Also um ehrlich zu sein, fürs Musizieren vielleicht nicht unbedingt viel, weil, gut, also ich meine, würde ich jetzt in Brasilien Bossa Nova spielen, dann wäre es sicherlich ganz spannend. War leider nicht. Wir waren mit Dogma da doch mit klassischen Programmen unterwegs und Klassik stammt nun mal größtenteils aus Europa und deswegen wird es eigentlich aus europäischer Musik überall auch weitergegeben. Also deswegen ist da, sind wir da eher so diejenigen, die was bringen, ne? Und die schauen da so zu. Aber was definitiv stimmt, ist, dass man natürlich von einer Kultur einiges einfach lernen kann und man bereichert den eigenen Horizont und man macht sich natürlich auch Gedanken, was bin ich auch eigentlich, ne? Also wo bin ich, was tue ich hier, wenn man so die Länder oder die Städte wie Buenos Aires erlebt zum Beispiel oder Tokio, ne? Also dann hat man natürlich ganz andere Sicht auf eigenes Leben auch. Eine große Bereicherung. Absolut. Ja. Kann man nur empfehlen. Ja. Sergei, Sie sind auch Leiter Tonale Tour, der Tonale Tour, genau. Also nach St. Petersburg. Tonale ist ein großes Kulturprojekt. Erzählen Sie bitte vom Projekt so kurz und wir haben noch etwas Zeit und von dieser Tour, die Sie organisieren nach St. Petersburg. Ja, ich muss das schmunzeln, weil eigentlich über Tonale in kurzer Zeit zu erzählen ist tatsächlich schwierig, weil es ein sehr großes Projekt ist. Unglaublich groß und vor allem unglaublich nicht spannend. Nicht kurz, also erzählen Sie bitte. Ich versuche mich so kurz wie möglich zu fassen. Ja, wir haben noch Zeit. Sehr schön. Noch 5 Minuten. Das ist doch was. Tonale ist nicht nur Wettbewerb, was oft, sagen wir so, in Tonale Verbindung gebracht wird. Also ich glaube, man muss tatsächlich einfach sich damit auseinandersetzen. Das Wichtigste, was man dazu sagen sollte, glaube ich auf jeden Fall, ist, das Ziel des Ganzen ist, eine neue Generation von den Künstlern zu, also nicht zu erschaffen, aber auf jeden Fall, ja, also dass man den jungen Künstlern ein bisschen was von Musikvermittlung zum Beispiel beibringt, dass die auch einfach die Konzerttätigkeit ein bisschen anders empfinden. Damit diese Künstler nicht nur mit der Aufführung beschäftigt genau, waren. Genau, ja? Dass sie einfach in der Lage sind, über die Musik zu sprechen, dass die in der Lage sind, auch eigene Konzepte zu erarbeiten. Und was aber noch viel wichtiger ist, Tonale bildet neue Generationen der Hörer und Konzertbesucher aus. Und auf solche Weise erzieht das Publikum und macht die klassische Musik zugänglicher für das Publikum. Also das Wort Erziehung würde ich nicht besonders. Nee, weil ich glaube, es geht gar nicht ums Erziehen, es geht einfach um die Interesse zu wecken. Und das gelingt denen wunderbar, weil die gehen in die Schulen, die Schüler sind auf einmal verantwortlich für Konzertgestaltung. Also denen wird gesagt, ihr könnt ein Konzert organisieren von A bis Z. Also das heißt, die lernen, wie man so ein Konzert managt. Also was braucht man dafür? Wie kommuniziert man mit den Künstlern? Wie arbeitet man Programme? Und dann sind die natürlich
ganz anderes drin. Also dann, wenn die selber was machen, ne, wollen die es natürlich auch weitergeben. Und das Ziel ist ja Interesse, so genau. Und das Ziel ist ja, dass die Schüler oder junges Publikum einfach dann auch ins Konzert kommt, weil die natürlich es selber so irgendwie miterlebt haben, mitorganisiert haben. Ne? Genau das Gleiche machen wir eigentlich auch in St. Petersburg. Also es fahren vier Künstler normalerweise pro Jahr nach St. Petersburg. Im Großen Mariinsky-Theater gibt es eine Konzertreihe, also ein Abonnement mit vier Konzerten von Tonale Preisträgern. Und dazu gehört zum Glück seit letztem Jahr tatsächlich auch der Besuch in einer Schule. Und da läuft das wirklich genauso ab, wie es auch in Hamburg ist. Also die Schüler, und die Schüler nehmen also selbst teil, ja, aktiv? Die müssen es. Also das ist wirklich das Ziel. Also etwas Neues, ja, es ist eine neue Stufe. Das ist eine absolut, also ich meine, ja, das ist eine Bereicherung. Ich denke, es ist sehr also interessant, also in diesem Projekt, ja, die Teilnehmer. Der Schüler, und weil Nietzsche hat gesagt, das Leben ohne Musik wäre ein Irrtum. Ja? Das und stimmt, diesen Irrtum begehen viele Leute, weil sie sind nicht schuld daran. Ja? Aber von Kindheit an haben sie vielleicht darüber nicht gehört. Ja? Darum ist es. Aber dieses Projekt also macht also sehr vieles. Für solche Leute auch, die früher das also nicht gehört haben. Ja, also es geht um die soziale Verantwortung letztendlich, weil Klassik gehört nun mal zu unserem Kulturerbe. Und die Kunst trägt soziale Verantwortung auch, ja? Jawohl, und Leute müssen aber auch die Verantwortung für diese Kulturerbe auch tragen und das weiterpflegen. Und das ist der beste Weg dahin. Dass man die junge Generation auch wirklich ja, für klassische Musik interessiert. Ja, weil die Kunst existiert nicht so isoliert irgendwo im Leben, ja, und nicht nur für einige Leute, für enge Kreise von Leuten. Die Kunst muss also etwas andere Ziele auch ja. haben, ja. Das ist eben das, ein bisschen das Problem. Also wir sagen ja immer wieder, dass klassische Musik ein bisschen elitär ist, was Sie eben selber erwähnt haben. Also dass es eine Musik für ein bestimmtes Publikum ist. Und dagegen wollen wir was machen. Nun, leider ist unsere Zeit um. Und Sie haben noch nicht gesagt, aber Sie unterrichten Cello an der Musikschule, staatlichen Musikschule Hamburg schon seit 2008. Und Sie sind ein erfahrener Pädagoge. Jawohl. Ja. Sergej, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns waren. Bei TIDE war heute Cellist Sergej Novikov zu Gast. Mit Ihnen war Larissa Zitzina. Liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für das Interesse. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.